49 Cent? Viel zu teuer, viel zu teuer. Hier, 43 Cent, die von Penny, die 0,8%ige Haarmilch. Die muss ich haben. Das war ihre Einstellung. Du brauchst gar nicht weiter zu kommentieren. Das war ihre Einstellung. Kannst du mir mal glauben. Oh Gott, also ich hatte tatsächlich, ich habe mir nie Gedanken über die Milch gemacht, die ich kaufe. Und ich habe tatsächlich zu meiner Schande, und jetzt muss ich auf den Boden gucken, echt wirklich die billige 1,5% Milch gekauft. Aber als wir uns kennengelernt haben, haben wir auch festgestellt, dass deine Milch ja auch mit drin war. Moin Leute, heute gibt es mal eine andere Folge von uns. Und zwar habt ihr uns ganz, ganz viele Fragen gestellt und wir werden versuchen, so viele wie möglich davon zu beantworten. Und ganz nebenbei werden wir noch einen kleinen Rundgang hier über unser Gehöft machen mit Jenny zusammen. Und ja, da würde ich sagen, starten wir mal. Ne? Kommt ihr mit? Wir sind zuerst hin. Weiß ich nicht. Ja, also hier hat man mal einen ganz guten Blick auf unseren Hof. Links befindet sich die Lagerhalle, Maschinenhalle und die Heuhalle, wo auch die Heutrocknungsanlage reinkommt. Dann in der Mitte ist unser Wohnhaus, wo wir, wie heißt es so schön, lieben, streiten und was noch? Lachen. Lachen. Und rechts davon ist praktisch der Rinderstall. Guck's mal, ob Strom drauf ist. Nee, ich fass das Ding nicht an. Nee, ist er nicht. Eine Frage dazu. Ich lese mal die ganze vor. Hallo, habe eine Hallo. Frage. Oh, die ist ein bisschen lang. Warum wird zum Abgrenzen der Wege zur Weide und die Weide selbst mit Stacheldraht abgezäunt? Oder den Weg zur Weide mit sichtbarem Seil? Gibt es in Weiß, Weiß-Grün und so weiter? Ist für die Mädels besser zu sehen? Da ja Herr Ohle das auch schon angesprochen hat, dass der Stacheldraht bei ungünstigen Lichtverhältnissen quasi unsichtbar ist. Ist das zu teuer? Ja, Stacheldraht ist einfach am günstigsten. Und so wollten wir es ja eigentlich auch immer haben. Aber das kostet eben auch ein paar Scheine. Ne? Also für die 1,3 Hektar jetzt, das waren immer eben knapp 8.000 Euro. Ne? Und die musst du auch erstmal wieder reinmelken. Also, ja. Noch eine Frage. Noch eine Frage. Dreh durch. Oha, einmal tauschen. Ist es auch wieder mit Zaun? Wenn wir wenigstens nach Fragen bezahlt werden würden, ne? Dann würden wir reich werden. Ne? Größtes Tierwohlproblem bei der Weidehaltung ist ja die Sonne und die Hitze. Aha. Macht ihr dann im Sommer Nachtweide und tagsüber im schattigen Stall? Es ist generell so, dass die Tiere tagsüber eigentlich gar nicht draußen sind, weil sie gar nicht rausgehen. Also man kann die nachmelken, rauslassen, aber spätestens um 10, 11, wenn die Mittagssonne da ist, dann gehen die alle rein, weil es einfach schattig ist im Stall und auch der Wind da ein bisschen durchzieht. Und die gehen dann erst abends nach dem Melken, so 19, 20, 21 Uhr, da ist die Weide dann voll. Hier ist unser Abkalbestall. Hier sind gerade zwei Kälber drin. Jetzt normal würden die nach ein paar Tagen nach der Geburt in Einzel-Iglu kommen. Die hat Jenny aber jetzt sauber gemacht und desinfiziert. Die müssen jetzt erst noch ein bisschen abluften. Deshalb sind die beiden Freckels noch hier. Und ja, da gab es, glaube ich, auch noch eine Frage zu. Ich würde gern wissen, warum die Kälber so früh nach der Geburt von den Müttern getrennt werden. Könnten sie nicht die ersten Tage, Wochen noch zusammenbleiben? Könnten ja, machen wir aber nicht. Gibt mehrere Gründe dafür. Also erstmal sind wir eben Milchviehbetrieb. Wir leben von der Milch, die wir verkaufen. Das heißt, wir wollen natürlich so schnell wie möglich die Milch von der Kuh in den Verkauf haben und nicht für die Kälber zur Aufzucht. Das zweite ist eben, man hat es auch schon öfter mal gehabt, dass die Kälber nicht bei den Kühen saugen, aus verschiedenen Gründen. Die Kuh hat eine Euterentzündung, das Kalb findet das Euter nicht, weil es vielleicht schon so tief hängt, wenn die Kuh mehrmals gekalbt hat. Und dann verkümmert eben so ein Kalb. Und um da eben die Sicherheit zu haben, dass das Kalb genügend trinkt, bei uns 12 Liter am Tag, tränken wir es eben mit einem Nuckeleimer. Aber das ist auch kein Milchaustauscher, sondern auch Vollmilch, die wir eben von der anderen Kuh bzw. von der Mutter abmelken. Aber wir wollen halt trotzdem die Milch für unseren Verkauf haben. Das war uns immer so ein Thema.
Ich finde 24 Stunden persönlich halt auch ein bisschen früh. Ich bin Fan davon, umso länger sie halt hier sind, schöner. Wobei ich die Variante, die wir jetzt hier in letzter Zeit hatten, dass die Kälber bei der Mutter sind, aber die Mutter wird halt gemolken und wieder zurückkommt. Das finde ich eine sehr schöne Alternative dazu, aber letztendlich entscheidet das halt mein Mann. Noch eine Frage, uiuiui. Einmal tauschen. Mich würde einmal Pro und Contra zur Weidehaltung interessieren. Pro Weidehaltung ist auf jeden Fall, dass es die artgerechteste Tierhaltung ist, die man so einem Rind bieten kann. Hier ja. Ganz kurz, hier ja. Steht noch, als Laie habe ich den Eindruck, Weidehaltung ist weniger Arbeit. Nee, also das wäre jetzt auch mein erster Kontrapunkt gewesen. Weidehaltung ist sehr, sehr viel Arbeit. Man muss Zäune kontrollieren, vorausgesetzt man hat einen Zaun. Wenn man keinen Zaun hat, muss man den erstmal machen, für teuer Geld mittlerweile. Den muss man instand halten, man muss die Tiere irgendwie dahin bringen, man muss Treibewege haben, man muss Tore auf und zu machen. Das ganze Grün jetzt, muss ja auch immer schneiden. Ne? Man muss die Bäume freischneiden, man muss unterm Zaun freischneiden, weil der Strom sonst eine Erdung kriegt, wenn man da Strom drin hat. Man muss, wenn man keinen Wasserzugang hat, muss man da Wasser hinfahren. Wenn die Weide abgefressen ist, muss man zufüttern, man muss Futter hinfahren. Man muss jeden Tag mindestens einmal die Tiere kontrollieren. Bullt da eine, kalbt da eine, weiß der Geier. Also die Weidehaltung ist mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Weidehaltung auf jeden Fall. Bin total pro. Aber ich muss auch sagen, ich habe die Arbeit nicht. Ne? Ein bisschen langsamer. Ja, Götterkatter hat sich wohl ein bisschen in der Richtung vertan. Was habe ich? Du hast dich in der Richtung vertan. Ja, der ist auch leicht kaputt, da sieht man das. Ach so, ja, natürlich. Oh, Holiday. Du siehst jetzt zu, dass das Netz sich abwickelt. Ne? Ging das hier vorne oder wohin? Ja. Oh, sehr schön. Oder willst du es mit dem Reifen machen? Ah? Anscheinend nicht. So. Und wenn es heißt Heumilch, kriegen die Kühe auch wirklich nur Heu? Ausschließlich. Also die kriegen Heumilch, heißt ja Heumilch deshalb so, weil man sie eben nur mit Heu füttert. Die einzige Ausnahme ist dabei, dass man eben Kraftfutter zufüttern kann. Also ganz normales Getreide, wie im konventionellen Bereich auch. Damit man die Milchleistung eben über den Erhaltungsbedarf der Kühe bringt. Aber ansonsten füttern wir wirklich nur Heu und eben das, was sie auf der Wiese zu fressen kriegen. Aber keine Saftfuttermittel, keine Silage, kein Soja, keine Mais-Silage, keine Kartoffeln. So, ist gut. Also wir haben 53 Milchkühe, die wir melken. Dann sind da noch plus 10 Trockensteher, also Kühe, die gerade tragend sind, also ein Kalb bekommen, die aber gerade keine Milch geben. Und dann haben wir noch jetzt mittlerweile 63 Jungtiere, also sprich die ganze weibliche und männliche Nachzucht. Die sind hier auf der rechten Seite. Rassen ist ziemlich bunt durchmischt. Wir haben die typischen Schwarzbunten, die in Deutschland gezüchtet werden, die Holsteiner.
wir haben Fleckvieh, wir haben Braunvieh, wir haben Schwedisch Rotbund, wir haben Jersey, wir haben Montbéliard, das ist eine französische Milchrasse, genau wie Fleckvieh abstammt vom Simmentaler Bullen. Und ganz viel querbeet habe ich deshalb gemacht, weil ich die Farbe einfach cool finde. Also dieses Rot und dieses Braun finde ich einfach schöner als das typische Schwarz-Weiße. Und eben auch für unsere Hofmolkerei eben die Inhaltsstoffe. Die sind bei den anderen Rassen eben wesentlich höher als bei den Holsteinern, die eben nur auf Milchleistung gezüchtet wurden. Und gerade beim Fleckvieh und auch beim Jersey ist es so, dass da wirklich viel Fett und Eiweiß rauskommt, was bei uns eben auch den guten Geschmack gibt für unsere Milch. Ihr Lieben, wir möchten uns mal heute bei euch bedanken dafür, dass ihr mal fleißig kommentiert und uns viele Fragen zugesendet habt und mein Mann auch ein paar beantworten konnte. Und wir ja, da einfach merken, dass ihr Interesse an unserer Landwirtschaft habt. Und wir möchten uns mal ganz herzlich auch an unsere kleine Fanpost, die wir mal bekommen, bedanken oder für kleine Geschenke, die wir hier auch erhalten haben. Und ein ganz besonderer Dank gilt an unseren Ole, der uns ein schönes Bild gemalt hat, auch mit seinem Foto, was ich jetzt auch mal abdecke, der auch ein bisschen traurig darüber ist, dass er nicht Sven Ole heißt, sondern nur Ole. Ole, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Bild. Man muss noch mal hervorheben, das ist ein JCB-Radlader, so wie ich ihn habe. Also, ja, ach so. Darstellen, ja, gut.